Er ist der jüngste 6-Meter-Springer aller Zeiten. Shaughnessy Barber ist amtierender Weltmeister im Stabhochsprung. Und das wollte er natürlich auch beim Springer-Meeting beweisen. Seine stärksten Konkurrenten dabei waren der Tscheche Michael Ballner und Carlo Pech aus Deutschland. Shaughnessy war zum ersten Mal beim Springer-Meeting in Cottbus dabei. Da konnten langjährige Teilnehmer wie der Grieche Konstantinos Philippidis natürlich schon etwas mehr Erfahrungen sammeln. Shaughnessy war dieses Mal der jüngste Teilnehmer. Ich denke, das ist ein großer Vorteil. Hier sind so viele großartige Athleten. Ich kann mir noch was von ihnen abgucken. Für die drei Männer aus Deutschland lief es dieses Mal nicht so gut. Nur Carlo Pech konnte bis zum Schluss mithalten. Bei den Frauen haben die Cottbusser auf Marie-Laurence Jungfleisch gesetzt. Sie war die beste deutsche Frau im Wettbewerb. Mit ihrer Leistung ist sie aber noch nicht so zufrieden. Am letzten Samstag hat sie noch Weltjahresbestleistungen erreicht. Trotzdem lasse sie sich durch die Konkurrenz nicht verunsichern. Ich wusste, dass ich Weltjahresbestleistungen habe, klar. Aber ich habe mich jetzt nicht als Gejagte gesehen, sondern einfach, ich wollte meine Hürde springen, die ich vorhatte. Und hat da nicht geklappt, aber ich hoffe das nächste Mal dann auch. Für sie hat es diesmal nur für den 5. Platz gereicht. Den Sieg hat sich Irene Pajit aus Litauen geholt. Bei den Männern konnte sich Shaughnessy Barber doch noch gegen Carlo Pech durchsetzen. Der Kanadier hat das Meeting am Ende gewonnen. Den Springer-Meeting-Rekord von Björn Otto konnte er dann aber doch nicht knacken. Ich hätte den Rekord hier gerne geknackt, aber im nächsten Jahr werde ich wiederkommen und es einfach nochmal versuchen. Auf dem Treppchen konnte er aber trotzdem strahlen. Die Preise hat unter anderem Uwe Grosser von Vattenfall übergeben. Vielleicht kann Shaughnessy im nächsten Jahr dann direkt gegen Björn Otto antreten.